Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Blauen Stunde. Heute wieder mit Gast, nämlich ich will es jetzt einmal ganz groß ausholen. Ja, bitte. Ganz groß, wir sind eigentlich ganz groß. Eine der größten Firmen, glaube ich, darf ich das, oder ist das die größte in Österreich? Werner Sound and Light? Ich würde mal sagen, einer der fünf größten in Österreich. Ja. Okay, und glücklicherweise ganz bei uns in der Umgebung, also der Gerd Gutscher musste nicht weit anreisen. Eigentlich nur um die Ecken. Eigentlich ist mit dem Rad und zu Fuß hätte kommen können. Genau, ja, so sportlich bin ich allerdings nicht. Und schon wären wir wieder ganz klein, weil wir sind jetzt wieder zu dritt hier. Und interessant ist ja, wir holen jetzt einmal die Gäste aus allen Winkeln und Ecken, die es nur irgendwie gibt. Und das hat sich ganz plötzlich ergeben. Wir haben zufällig eine Besprechung gehabt wegen unserer Faschingsgilde. Muss ich jetzt vollständigkeitshalber dazu sagen. Und dann ist mir eigentlich eingefallen, das ist ein idealer Gast. Der hat sicher einiges zu erzählen und der hat mit Musik zu tun, wenn auch selbst kein Musiker ist. Aber das ist ja bei uns nicht die Grundbedingung, sondern da geht es eigentlich um diese Musikaffinität und um das ganze Wohlfühlen in dem Metier. Und das habe ich sofort gespürt und gemerkt, und doch, das war doch eine Geschichte. Und zum Glück ist er auch gleich aufgesprungen und hat einen Termin zugesagt und jetzt sitzt er da. Herzlich willkommen. Danke. Ja, das war eine Frage, die sich jetzt gerade gestellt hat zu Beginn. Wie kommt man eigentlich dazu? Weil das ist ja sicherlich auch, man kommt ja nicht auf die Welt und mit 5 Jahren, wo alle anderen sagen, ich werde Lokomotivführer oder sonstiges. Ich mache einmal eine große Beschallungs- und Beleuchtungsfirma. Ich will Tontechniker werden oder das bist du eigentlich auch. Du bist ja über die Tontechnik vielleicht hingekommen. Eigentlich ja. Ich war 15 Jahre aktiver Tontechniker. Von ganz, ganz vielen österreichischen Bands und auch von einigen internationalen Bands. Angefangen hat es eigentlich mit so 7, 8 Jahren, wo ich angefangen habe zum Elektronikbasteln. Ja, doch, wo ich damals in der von der Müllhalde mir alle möglichen Geräte mit nach Hause genommen habe und habe dann angefangen, Widerstände und Bauteile auszulöten und habe mit vielen Büchern versucht, dann neue Geräte daraus zu bauen. Mhm. Also elektronische Schaltungen und so weiter. Ja. Toll. Und irgendwann dann einmal habe ich angefangen, im Keller meiner Eltern einfach aus ein paar Holzplatten ein paar Lautsprecher zu bauen. Haben wir Baupläne beschafft. Damals hat es noch kein Internet gegeben. Ja, habe es dann so käuflich erworben, ja, so Baupläne, und habe meine ersten Lautsprecher gebastelt. Die erste selbstgebaute Hi-Fi-Box, oder war das schon in Richtung PA gedacht? Die ersten Sachen waren natürlich Hi-Fi-Boxen fürs Zimmer, und später dann habe ich dann schon die erste Beschallungsanlage gebaut und habe dann im Burgersdorf, im damaligen Volkshaus, ja, habe ich angefangen, Partys zu veranstalten. Und da sind dann irgendwie schon im Laufe der Zeit immer mehr Leute gekommen, das waren dann schon ein paar hundert. Und dann ist es halt immer so weitergegangen. Ja. Und irgendwann einmal sitzt meine Mama im Kaffeehaus in Burgersdorf, im Stadtcafé, und hört irgendwie, wie zwei Leute miteinander reden über eine Miss Österreich-Wahl. Ja. Und sie hat sich in das Gespräch eingemischt, nicht, und hat damals, da habe ich schon Visitenkärtchen gehabt, nicht, so irgendwie so von Party und so weiter, und hat gemeint, ja, mein Sohn macht da Technik und so weiter. Und dann durfte ich bei einer Miss Österreich-Wahl einen Laufsteg liefern und habe natürlich kein Geld gekriegt, habe also einen Werbetransparent aufhängen dürfen, ja, und irgendwie ein paar Scheinwerfer dazu, um diesen Laufsteg zu beleuchten. Ja. Gleichzeitig habe ich damals, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zurückgehe, habe Elektroinstallateur gelernt in Gablitz bei der Firma Meier. Ja. Und wir haben damals für ein Filmstudio, das war damals die RPV-Video, haben wir die Elektroinstallationen damals gemacht in der Kumberlandstraße. Und am letzten Arbeitstag habe ich gesagt, mich würde das einfach interessieren, ich würde wahnsinnig gerne bei euch arbeiten. Ja. Und das war der Ronald Wohn. Und er hat mich wirklich ein halbes Jahr später angerufen und hat gesagt, du kannst bei uns arbeiten. Und dann habe ich angefangen zum Studio streichen, einen Tag grün, einen Tag blau, einen Tag weiß. Ja. Und habe mich dann so langsam durchgearbeitet durch die ganze Sache. Ne? Dann haben sie mich einmal zum Ton geholt. Dann bin ich schon mit der Angel und mit der Aufnahmemaschine schon herumgelaufen. Und dann bin ich zum Licht gekommen. Und dann haben sie gemerkt, Elektriker, das ist gut, weil die haben immer vergessen auf den Strom.
Ja? Mhm. Und ich habe ja dann überall einen Stromanschluss hergestellt. Also so vor dem Zöller auch gleich, nicht? Dass wir keine Stromkosten haben. Ja. Und so ist das halt, so ist das entstanden. Nicht? Und irgendwann einmal trennt ja ein Video von José Feliciano, The Sound of Vienna. Und diese Filmlichtler, es hat keiner geschafft, im Takt der Musik die Scheinwerfer zu steuern. Und in einer Pause habe ich gesagt, darf ich das bitte mal probieren? Habe mich hingesetzt und habe mir die Musik zwei, dreimal angehört. Ja, der hat mir die eingespielt aus einer Übung. Und ich habe da einfach wirklich im Takt der Musik die Scheinwerfer gespielt. Und dann habe ich gesagt, du bist der Mann, du machst das jetzt. Und auf einmal bin ich als Lichttechniker, als Lichtoperator zum ersten Mal schon im Insert gestanden. Ja. Und da haben dann halt viele, viele Sachen gefolgt. Ne? Zum Beispiel von Reinhard Fendrich, das Macho Macho Video, wo wir beim Reinhard gedreht haben, damals im Brunnen am Gebirge im Haus. Und da habe ich damals auch die Domino Blue kennengelernt, die damals im Video seine Partnerin war. Ja. Ne? Da wird euch wahrscheinlich was sagen, die Domino Blue. Ne? Ja. Und so hat sich das halt ergeben. Ne? Also da habe ich den Herbert Fechter kennengelernt. Der Herbert Fechter hat damals gerade den Reinhold Bilger übernommen und der hat mir dann angeboten und gesagt, ja und Ding, und du kannst ja dann irgendwie dann den und den betreuen und so. Und dann bin ich mal zur Bank gegangen, habe meinen ersten fetten Kredit aufgenommen und habe mir eine Aula gekauft, der richtige. Weil das mit den selber bastelten Materialien war es dann vorbei. Ja, muss man sagen, das hat auch damals noch ein richtiges Geld gekostet. Ich meine, das hat damals noch ein richtiges. Auch eine kleine Anlage war teuer. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Okay. Und dann ist es losgegangen. Dann habe ich den Bilgeri, den Reinhold Bilgeri, über 10 Jahre betreut. Dann habe ich die Stefanie Werger betreut. Auf einmal, dann ist er mit dem ersten Internationalen dahergekommen, der Herbert. Das war Chris Christoffersen, Österreich-Tournee. Damals mit kompletter Band. Ja, Peter Kraus. Und viele, viele andere. Der macht gerade seine Abschiedstournee. Ja, die Abschiedstournee ist jetzt zu Ende. Ah, ist schon durch. Der Truck ist gestern zurückgekommen und wurde gestern ausgeladen. Also, ich war da dran ja beteiligt. Nicht? Wolfgang Ambros, glaube ich, auch, gell? Wolfgang Ambros habe ich ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang fix betreut. Aha. Ich dachte, das ist sowieso immer schon gewesen. Ja, nein, das war damals zuvor Music. Das war damals hat vor Music betreut. Genau, das war die erste große Firma. Das war eigentlich die erste große Firma, die es in Österreich gegeben hat. Nicht? Und der berühmte Edel. Und ich habe das dann für eineinhalb Jahre übernommen. Das war damals in der Wirtschaftskrise, wo die Wirtschaft auch sehr, sehr wenig gebucht hat. Und ich habe gesagt, ich muss natürlich meine Leute irgendwie durchfüttern. Und jetzt haben wir in diesen Jahren 2009, 2010 halt wieder vermehrt Rock'n'Roll gemacht. Es wäre nicht anders gegangen. Nicht? Und ich wollte die Crew auch unbedingt zusammenhalten. Ne? Ja, wenn einmal eine gute Crew da ist, ewig schaut, weil sowas ist auch nicht so leicht. Ja. Aber ich sage jetzt einmal, wirtschaftlich sind so Pop- und Rockkonzerte sehr grenzwertig. Nicht zu vergleichen mit der Industrie. Ne? Was bucht die Industrie? Messepräsentationen? Alles Mögliche. Letzte Woche hätten wir zum Beispiel eine Flugzeugpräsentation für die Austrian Airlines haben sollen. Die haben sie einen Tag vorher abgesagt, wegen einem Flugzeugabsturz. Ja, das kommt nicht gut. Ich habe sehr viel gemacht in die 10 Jahre lang für die Reisebranche, für alle großen Reiseveranstalter. Habe eigentlich mit allen großen Firmen zu tun. Da wäre eine wunderschöne Geschichte, da hat mir einmal die Domino Blue angerufen für eine ganz kleine Geschichte, wo sie eine 2x2 Meter Bühne haben wollte mit einem Mikrofon und zwei kleine Lautsprecher. Und ganz am Ende ist eine internationale Tournee draus geworden. Das war damals ein Konzern, das war die Firma Sabic. Das ist der zweitgrößte Erdölgranulathersteller der Welt. Das ist eine Firma aus Dubai, glaube ich. Und kommt dort hin zur Besprechung. Ne? Das erst war das die kleine Bühne und die Domino Blue, die halt ein bisschen singt. Ja? Und dann habe ich denen erzählt, was man da nicht alles machen könnte. Mit Videowänden und Präsentation und Projektion und so weiter. Und die haben mir gesagt, ja, das wollen wir. Und Geld spielt dort keine Rolle. Ne? Hat keine Rolle gespielt in dem Fall. Und am Ende der Show sind die hergekommen und haben gesagt, gut, und jetzt wollen wir, dass ihr das für uns bei jeder Veranstaltung macht. Und auf einmal waren wir dann in
waren wir dann auf einmal in Birmingham und in Cannes und in Berlin und überall mit einer. Und haben wir diese, das war, das ist ein Riesenauftrag auf einmal geworden von einem Tag am anderen. Toll. Ja. Sonst, ja, eins der letzten Sachen war jetzt auch für die Air Berlin, habe ich jetzt eine Präsentation erst gehabt vor kurzem. Ich mache aber auch Fernsehshows natürlich. Nicht? Also wir machen einen Kiddie-Contest seit vielen Jahren, ne? Zum Beispiel. Und den Nestor-Preis habe ich jetzt zweimal gemacht. Also der Wiener Theaterpreis. Was für Musik hast du mitgebracht? Genau, du hast dort zuerst schon im Vorgespräch erzählt, was wir noch nicht gehört haben, dass das ganz was Eigenes ist. Es ist österreichische Musik, es ist eigentlich nur deutschsprachige Musik, es ist kein Austropop und es ist nicht das, es ist nicht das. Es ist, sind wir schon alle sehr neugierig, was da jetzt wirklich kommt. Da sind sicher Sachen dabei, die wir beide nicht kennen. Davon gehen wir aus. Naja, also... Fangen wir mal mit irgendwas an. Also ich höre wahnsinnig gern deutschsprachige Musik, versuche möglichst natürlich mal die ganzen österreichischen Künstler rauszupicken. Grundsätzlich deutsche Pop- und Rockmusik ist höre ich eigentlich am allerliebsten von allen Sachen. Also ich bin von den Österreichern jetzt im Moment ganz aktuell natürlich Bilderbuch. Finde ich hervorragend gut. Art Wenger hat jetzt auch vor ein paar Tagen wieder ein neues Album rausgebracht. Wahnsinnig gute Leute. Vor allem zu zweit sowas rauszuwerfen und sich eigentlich nicht zu wiederholen und immer irgendwie so einen Puls zu haben und niemals fad zu sein. Ja. Das ist nicht leicht, wenn man irgendwie sich so zweit hinstellt und da ist irgendwie was zig hundert Leute unterhalten soll. Da wird es schnell mal eng. Da muss schon ziemlich der Funke springen. Ne? Ja. Da sind sie mir sehr sympathisch, die zwei Burschen. Ja. Na, das sind hervorragend. Und jetzt braucht er eigentlich meinen Schummelzettel, dass ich weiß, was auf den Stickers drauf ist. Der wäre wo, habt ihr nicht? Ja. Ja, hey, ich komm in Drift wie bei Grid. Das Mic ist mein Controller, überrund ich wie bei Dirt 2, wurscht welche Konsole. Crash Gegner wie bei Burnout, das ist Need for Speed. Eliminiere die scheiß Cheater wie bei Assassin's Creed. Ich bin der Xbox-Junk, scheiß auf PS3. Da spiel ich lieber Hedgehog am Sega Mega Drive oder Final Fight. Kommt, ich bin bereit, ich bin unschlagbar wie mit Kokoro bei Dead or Alive 3. Tony Hawk war back in the days, heute ist Skating im Rails wie ein Pro. Wurscht auf Durchgangssystem, welches Game willst du nicht spielen? Ich kenn fast an jeden Titel, Splatter Rapper mit Barrettas wie in Resident Evil. Weil ich bin cool, finish cheese wie Sub-Zero. Zwecklos, ich bin wie bei Gitter oder DJ Hero Headshot. Mit der Railgun, Sniper, Rifle oder Uzi. In dem Game gibt jetzt der Modern Warfare wie bei Call of Duty. Ich lauf Armor wie bei GTA. Ich hab die Gears of War, bei mir ist Force Unleashed. Mir macht niemand was vor. Answer, auf jeden Level einfach Bombe. Und Hater kennen Blasen wie bei Bubble Bobble. Spült ihr euch nicht mit uns, dann spült man Nintendo. Ey, wir sind in den Game Pro. Spielt ihr heute nicht mit uns, dann spülen wir heute Xbox. Headshot für Faker, das ist Next Level Hip-Hop. Spielt ihr heute nicht mit uns, dann spülen wir Nintendo. Ey, wir sind in den Game Pro. Spielt ihr heute nicht mit uns, dann spülen wir heute Xbox. Headshot für Faker, das ist Next Level Hip-Hop. Erst, ich kann mich noch erinnern an mein erstes Trickertronik. Es war 1986, ich hab Schenkel von der Omi. Circa 10 Jahre später kommen ein Spielkonsole von Sony. Und zwar ein 1 mit Gameboy, in der Schule war ich der John. Sega Mega Drive mit Sonic the Hedgehog. Eins der ersten Spiele, das mich damals echt flasht hat. Und am C64 ein Kassettendeck gehabt hat, hab ich sicher 100.000 Runden gerade bei Beatstop. Eins meiner Lieblingsspiele war sicher Super Mario Bros. Und GTA, weil da war ich immer Boss. Oder Prince of Persia, wo du herumrennst im Schloss. Und vergessen darf ich nicht am Nintendo Motocross. Und die Spiele mit den Wagen sind die, die ich noch feier. Wurscht ob Grid, Dirt oder Need for Speed mit dem Dreier. Doch egal was ich spiel, der Einser macht mich Meier. Dafür hat er Wunde Finger und ich die dicken Eier. Spült ihr heute nicht mit uns, dann spült man Nintendo. Ey, wir sind in den Game Pro. Spült ihr heute nicht mit uns, dann spült man heute Xbox. Headshot für Faker, das ist Next Level Hip-Hop. Spült ihr heute nicht mit uns, dann spült man Nintendo. Ey, wir sind in den Game Pro. Spült ihr heute nicht mit uns, dann spült man heute Xbox. Headshot für Faker, das ist Next Level Hip-Hop. Okay. Welcome back. Ich kann nur lachen über euch, es wird Zeit, das ist erwähnt. Es hat ein Freak, sitzt daheim, spielt stundenlang ein Game. Da bin ich lieber unterwegs und bei den geilen Mädels fame und brich Herzen, so wie damals zu. Es fällt mir schwer zum Verstehen, wie man auf sowas kippen kann. Wenn's es noch gar mal drauf ist, so
gut betont mit Lippen an. Benimmt sich so ein reifer Mann, es gibt doch niemals eine Frau. So wie alle Typen von, wir leben im Gemeindepaar. Er spielt ein Spiel ohne Ziel, hupst mit Skateboard umeinander. Doch im wahren Leben habt ihr mal mit Straßenpokern stand. Verdammt, habt ihr nix aus einem Joystick in der Hand. Voll Leid wäre ich gegen einen Werber fix auf Sicherheitsabstand. Ich hab sogar meinen Führerschein und einen Computer total gemacht. Und kein Kreuzel lässt den heutzutage jeder Schaltl schafft. Da bleibe ich lieber oldschool, wer am Brett spülen läuft. Und häng nicht im Kinderzimmer an, wie's auf Lara Croft. Spielt die Leute nicht mit uns, dann spül man Nintendo. Ey, wir sind in den Game Pro. Spielt die Leute nicht mit uns, dann spül man heut Xbox. Headshot für Faker, das ist Next Level Hip Hop. Spielt die Leute nicht mit uns, dann spül man Nintendo. Wir sind in den Game Pro. Spielt die Leute nicht mit uns, dann spül man heut Xbox. Headshot für Faker, das ist Next Level. Das war ein Erstkontakt für mich. Wer war das nochmal? Also kannte ich überhaupt nicht. Ist wahrscheinlich ein Fehler, den ich zu kennen. Wie soll das am Stick schauen? Ich weiß jetzt auch nicht auswendig. Die Vermummten. Die Vermummten. Genau. Also bei mir so, ja, ich sitze eigentlich, ich sitze den ganzen Tag im Büro und hinter mir läuft den ganzen Tag eigentlich FM4. Mhm. Ja. Das ist. Und wenn ich dann. Eigentlich eh mutig, weil das schaffe ich nicht. Das schaffe ich definitiv okay. Auch beim Autofahren nicht. Das verstehe. Übermannt mich früher oder später immer eine gewisse Form der Aggression und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Und es ist FM4, muss da dran. Verstehe. Jetzt stellenweise sind sie sehr gut, ja. Also meinen ganzen Tag, und dann habe ich natürlich am Desktop eine Verknüpfung, ja. Irgendwie auf FM4, auf der ORF-Seite, nicht? Und dann, wenn man was besonders gut kann. Dann schaue ich natürlich sofort, wer gut war das, ja. Und dann organisieren wir halt. Das ist etwas, was ich sehr an diesen neuzeitlichen Streaming-Radios liebe. Ja. Du kannst mal schauen, wer ist das, und man kann bei vielen sogar gleich draufklicken und du wirst gleich hingeschickt. Ja. Das ist eine ganz klasse Sicht. So komme ich auf viele neue Musiken. Ja. Ich höre was nicht mehr, wer ist denn das? Das ist live und das gefällt mir. Ja. Schreiben wir es zumindest auf. Ne? Und dann erinnert mich natürlich das Stück natürlich auch noch an meine Jugend. Nicht? Wir haben das, über das die da singen, ja, das haben wir technisch alles mitgemacht. Das Nintendo vom Commodore C64, vom Trigotronic, diese Taschenspiele damals. Ja. Das war ja eine sensationelle Geschichte. Das waren die ersten Computer, die es gegeben hat, die ersten Spielecomputer. Ja. Ich bin witzigerweise da später eingestiegen. Mir ist das noch ein Begriff, der VC20 und der VC64, da hat man so ein bisschen die ersten Basic-G-Versuche gemacht, was eigentlich eine völlig holprige Geschichte war, aber man war ganz stolz, dass das Ding. Auf Kassetten die Programme, also die Programme, die Software auf Kassetten gespielt, das war überhaupt arg. Ich hatte das nicht, aber ich weiß, dass es diese Kultur gibt und ich finde es schön, dass das so sozusagen aufgearbeitet wird es nicht, aber so dargebracht und bearbeitet wird, so dieses Binnensystem. So, also die da dabei waren, wissen genau, um was geht. Und das wendet sich jetzt auch nur an die. Irgendwer, der jetzt mit Super Mario nichts anfangen kann, weiß einfach nicht, von was die da überhaupt singen. Es gibt nur ein Klientel, so wie mich, die haben das nie gespielt. Ich war nie ein Spieler, es interessiert mich jetzt diese ganzen Boxen, auch wenn die noch so toll sind, also das fällt mir nicht ein. Aber das ist für mich trotzdem ein Begriff. Also Super Mario ist für mich ein Begriff, obwohl ich eigentlich das niemals gespielt habe. Ich weiß nicht einmal, wie das geht. Ich weiß nur, das ist ein Mandel im der hupft immer an. Der hupft immer dumm und hat einen Oberall an. Oder so, Latzhosel und Super Mario habe ich eigentlich auch nie gespielt. Und die Geräusche dazu sind ja auch ein Begriff. Meine ersten Computerspiele, die wir damals als Kinder gespielt haben, war Castle Wolfenstein, kann ich mich noch erinnern. Mein Gott, das kann mich ja auch noch erinnern. Auf einem Commodore C64, ja. Wir haben dann auch irgendwie versucht, einmal selber Programme zu machen, haben dann so komplette Bücher gehabt, da stundenlang Texte eingeben und nach 5 Stunden ist dann einmal ein Punkt über den Bildschirm gesprungen. Nicht? War ziemlich enttäuschend eigentlich immer. Nicht? Da sieht man aber, was da dahinter steckt. Was da eigentlich dahinter steckt, ist der Wahnsinn. Ja. Und auch diese, wir haben gerade von den Sounds gesprochen, mit dem war ich sehr wohl konfrontiert, die ganz allerersten Spiele, diese TV-Videospiele mit diesem Dennis, bing, bong, bing, bong. Also das ist wirklich das Archaischste, was es gibt auf dem Gebiet, das haben wir schon gespielt. Mein Onkel. Und dann habe ich mich davon wieder entfernt, aber das war diese Geräusche und das klingt so. Also das ist heute unvorstellbar, was sie da jetzt schon down hat, also. Weil wir auch zuerst über Studiotechnik gesprochen haben, dabei ist die erste Anlage, es war sicher noch ein Röhrenkocher, ne?
nehme ich an, die erste kleinere, größere, mittlere Anlage, das wird noch Röhrensystem gewesen sein. Nein, Röhrensystem, was kann es? Das waren schon MOSFET-Transistoren. Ah, das waren schon die schweren. Genannt, Kübeln, ja. Das ist meine erste Endstufe, meine PV-Endstufe. Ja. Mit 2x500 Watt und 2x500 Kilo so ungefähr. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, der mir damals den Lautsprecher verkauft hat, der hat damals gesagt, du wirst sehen, wenn du das auftrast, dann wird der Verputz von den Wänden runterfliegen. Ja. Ja. Naja, und dann habe ich es endlich fertig gehabt, die Boxen hat da auftrat, und es ist kein Verputz von den Wänden runtergeflogen. Ich war wahnsinnig enttäuscht. Ja, ich habe da wirklich gedacht, das ist jetzt der absolute Wahnsinn. Nicht? Boah, ey, laut, hat eh einen Bass gehabt, eh super. Aber der Verputz ist an die Wände geblieben und also das hat mich sehr enttäuscht. Das hat angeblich, da haben wir den Karl Künstler dazu, der hat in der Stadthalle gearbeitet und der Gary Moore war zu Gast. Und die Gitarristen haben ja gern so die Verstärkerwand hinter sich. Wobei das davon, ja oft ein Fake ist angeblich. Das ist einer angesteckt und der Rest steht nur da und fängt Staub und schaut gut aus. Und der angesteckt ist, den siehst du nicht einmal, weil der steht eh ganz wo. Ja, und der Gary Moore hat die ganze Wand verkabelt gehabt. Echt? Ja, und hat Soundcheck macht, also nur für die Backline. Und da ist die Kirchen ums Eck gekommen in der Stadthalle und gesagt, ihr fällt der Putz ins Gulasch. Nur Backline Gary Moore. Also es gibt nur, da brauchst du halt, ja, die Wall of Sound und mit 2x500 Watt wird es nicht gehen. Also heute Gulasch à la Gary Moore ist mit genau, ein bisschen sandig. Für Kalziummangelerkrankte. Ja. Ich habe ja. Was hören wir noch, damit wir ein bisschen den Menschen auch Musik um die Ohren zu schleudern. Bilderbuch haben wir gehabt, Bilderbuch haben wir gesagt. Bilderbuch, ja. Bilderbuch ist, würde ich sagen, jetzt gerade brandaktuell. Haben wir vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Ich glaube auch einen Preis bekommen, kann das sein? Die haben voriges Jahr haben die den Amadeus gewonnen. Mhm. Und ja, sind brav auf Tour irgendwie und mir gefällt es wahnsinnig gut. Ja, also ich habe mich irgendwie jetzt auch mit den Jungs in Verbindung gesetzt. Mhm. Haben mir zugesagt, dass ich sie auch unterstütze, wo es geht für neue Videoproduktionen, für Musikvideos. Und er hat wirklich, ich habe einer geschrieben und 2 Tage später haben sie gesagt, ja, wir brauchen eine Anlage in der Arena für unser Konzert. Mhm. Und da habe ich natürlich sofort auf den Topf gedrückt. Nichts leichter als das. Ne? Nichts leichter als das. Ne? Aber man muss dazu sagen, man kann ja bei dir eigentlich nichts nicht machen. Was ich so gesehen habe. Also ich war ja schon in der Halle auch und ich glaube, dort kann man eh nichts nicht. Also es wird kaum was geben, wo du sagst, das ja, können wir nicht machen, das ist sonst zu groß oder das haben wir nicht. Oder so. Da habe ich keine Lösung dafür. Also ich glaube, das Wort gibt es bei euch nicht. Also nein, ist, es ist, wenn man auf die Homepage schaut, ja, auf der ersten Seite steht einmal ganz groß, es gibt keinen Job, der uns zu groß oder zu klein ist. Ja, genau, dann habe ich das ja richtig. Ja, also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Motto und es ist. Ich habe mir schon meinen Stecker ausprobiert um 50 Euro. Es ist für uns jeder Job gleich wichtig. Ja, das egal ist in welcher Größenordnung. Die einzig vernünftige Einstellung, die nicht überall zu finden ist. Das, ja. Da unterscheidet ihr euch von vielen, vielen Firmen. Weil für ist das, wenn das nur Gräschel-Geschäft interessiert, mich eigentlich nicht und da hast du halt und mache das mal wurscht. Das ist aber eine ganz große Sache, wenn man sich immer gleich gut betreut fühlt. Ja, aber man weiß egal, was man im braucht. Vorhinein auch nie, was aus was entsteht. Mhm. Ja, abgesehen davon, ja. Ehrlich gesagt, ja, ich habe aus einem Kunstprojekt, ja, das eigentlich wirtschaftlich eigentlich vollkommen uninteressant war, Menschen kennengelernt, für die wir jetzt letztlich eine Hollywood-Produktion gemacht haben. Na schau. Toll. Ja, das hat, soll ich das kurz erzählen? Ja, bitte. Bitte, ja. Also das hat angefangen, mir hat ein Lichttechniker damals angerufen, sie brauchen in der U-Bahn-Station in der Burggasse eine Himmelsprojektion. Also mit Scheinwerfern blauer Himmel und mit Moving Light Scheinwerfern Wolken. Und die sollen nichts anderes machen, als dass die Wolken ziehen. Jetzt haben wir dort, das war natürlich nicht schwierig, weil da hat man nur in der Nacht arbeiten können, wenn da kein U-Bahn-Betrieb ist. Ja. Also immer nur 2 Stunden. Ja. Ja. Das hat natürlich einmal 5 Tage gedauert, bis das einmal fertig aufgebaut war, weil bis der Strom angeschalten war. Ja. Und gleich wieder eingeschalten war. Also das ist so schnell gegangen, das war der Wahnsinn. Ja. Und da habe ich damals den Jakob Baldinger kennengelernt. Das ist ein Beleuchter. Und ein Oberbeleuchter beim Film. Ja. Wir haben dann, ich habe natürlich auch war bei vielen Werbedrehs dabei, ich habe für X-Lutz Werbespots gemacht und viele andere Sachen. Ja.
Und da war immer der Jakob. Und wir sind irgendwann einmal Freunde geworden. Ja? Und letzten Jahr ist dann, also der Jakob ist, sagt man, der siamesische Zwilling vom Christian Berger. Der Christian Berger ist ein renommierter Kameramann, der hat in Hollywood schon einige Oscars gewonnen für die beste Kamera. Und letzten Jahr kommen die mit einer Produktion in Malta. Und da ist, es war ein Spielfilm mit der Angelina Jolie und mit Brad Pitt. Der Film heißt By to See, wird voraussichtlich im Herbst rauskommen, also ist jetzt gerade im Schneiderraum. Und da habe ich eigentlich dann meine ersten größeren Konstruktionen gebaut. Der Christian Berger ist ein Kameramann, der arbeitet ausschließlich mit indirektem Licht. Und die haben ein Reflektorsystem entwickelt, auf das offensichtlich Hollywood irgendwie aufmerksam geworden ist. Ja? Und die haben gesagt, die Angelina Jolie hat den Christian Berger persönlich angerufen. Und letztlich ist es dazu gekommen, der Christian hat gesagt, er nimmt natürlich nur seine Crew mit. Alles andere geht gar nicht. Ja? Und letztlich waren wir eine komplett österreichische Partie in Malta und haben 3 Monate lang diesen Film abgedreht. Toll. Super. Ja. So kommt man dazu. Ja. Und ja, kein Job zu groß, kein Job zu klein. Finde ich toll. Aber man muss ja schauen, dass das auch geht, dass man die Kapazität hat, dass man gar nicht einfach zusperren jetzt 3 Monate, sondern man rennt ja da weiter. Das Business as usual läuft ja auch noch dazu. Also das ist ja eine Herausforderung. Ne? Ja, es ist absolute Herausforderung. Team, ne? Ich verwende im Prinzip normale Veranstaltungsmaterialien. Ja? Ich baue nur ein bisschen was anderes draußen. Nicht? Also wir haben da auf einer riesen Villa auf Hausdächer rollbare Rigs drauf gemacht, dass die Reflektoren, nicht? Dass die waren da über 6 Meter auskragend, über ein 10 Meter hohen Gebäude. Und es war mit Motoren aus- und einfahrbar wie Schubladen, ja, und Sonnensegeln oben drauf zum Ausdecken. Nicht? Das wegen Reflexionen. Ja. Also es war eigentlich hochkompliziert. Ja. Es hat eine Produktion davor gegeben. Ja. Vor dieser Geschichte. Also es wird dann wahrscheinlich da jetzt ein bisschen umdrehen müssen dann noch. Ja, oder vielleicht auch nicht. Ja. Also die erste Produktion für den Jakob Baldinger war eigentlich in Salzburg. Mit Tom Cruise und mit Cameron Diaz, die Night and Day. Und wir haben damals in Salzburg mit sehr viel Traversen und Bühnenprotesten und Beleuchtungsballonen und so, haben wir diese ganzen Szenen vorbereitet. Ja, das heißt, ich habe zwischen Häusern Brücken gebaut, dass die Schauspieler zu ihren Drehorten kommen. Ja? Ich habe auf Balkonen und Hausdächern damit teilweise die Ziegeln abgedeckt und haben riesige Rigging-Konstruktionen montiert, ja? Dass die Stunt-Abteilung, die amerikanische, ihre Seile für die Sicherung der Schauspieler montieren kann. Und das war eigentlich mein erstes Hollywood-Projekt. Aber da ist es nur gegangen, glaube ich, um 3-4 Minuten Film, ne? Der Rest wurde ja nicht in Österreich gedreht. Ne? Stelle sich mal den Aufwand vor, ne? Was so einzelne Szenen dann kosten. Ja, das war 2 Wochen Arbeit. Und das Ganze geht ja eigentlich schon ins Bauwesen, in das Statik. Statik, das ist ja eigentlich, hat eigentlich mit Musik und Technik schon gar nichts mehr zu tun. Da geht es ja schon mal um ein Fachwissen. Das wird ja auch abgenommen, nehme ich an. Da muss man ja irgendwie standhalten, da kommt einer mit dem Ding. Also, liebe Freunde, so geht das oder so geht das nicht. Das ist ja alles nicht, da muss man sich eigentlich nicht nur einlesen, da muss man sich, glaube ich, jahrelang einarbeiten. Ne? Ich glaube, einfach nur rein. Naja, ich habe mittlerweile... Oder einfach so ein super Team haben. Ich habe mittlerweile natürlich auch 28 Jahre Berufserfahrung. Und habe in diesen 28 Jahren natürlich sehr, sehr viel gelernt. Und ich war immer sehr aufmerksam, nicht? Wenn die Statiker dann mit gewissen Konstruktionen nicht so zufrieden waren, habe ich das natürlich immer analysiert und immer geschaut. Warum und was kann man besser machen? Ne? Wie kann ich mich verbessern? Ja. Aber im Prinzip, im Prinzip baue ich aus Bühnenproteste halt in dem Fall keine Bühnen, sondern Stege und Wege. Ja? Und aus Traversen baue ich halt keine Scheinwerfer drauf, sondern mache halt Konstruktionen, wo Schauspieler gesichert werden, zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? Oder wo Reflektoren drauf montiert werden. Ne? Das mit diesem Lichtreflexionssystem könnte ich mir vorstellen, ist ja eigentlich eine Sache, die sollte man ja fast wahrscheinlich patentieren, weil wenn das eine Novität ist, dass auch das Hollywood noch nicht gekannt hat,
muss ja da was ganz, da muss ja was dran sein. Das im Moment ist der Christian Berger der einzige Kameramann auf der Welt, der mit dem arbeitet. Der mit diesem System arbeitet. Also der hat es ja gar nicht erfunden. Und der hat es gemeinsam mit jemand Zweiten erfunden, dieses System. Ja. Und jetzt ganz aktuell, wir haben gerade einen 2,5 Monate Dreh in Luxemburg. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ja. Das passiert alles in einem Studio auf 6x6 Meter in einer Projektion, ja, wo in einem 90-Grad-Winkel zwei Projektoren den ganzen Hintergrund machen und die ganzen Räume. Und, und auf der zweiten Seite ist es ein reelles Bild. Ja? Und das sind der Film heißt Die 1000 Stunden der Nacht. Das ist für die Amu-Fu-Film. Ja? Und es passiert alles auf diesen 6x6 Metern. Es sind, glaube ich, 30 Schauspieler, eine 5000 Quadratmeter Halle, bumm, voll mit Möbeln. Ja, das ist also ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ja? Von denen, das hat noch nie jemand so ausprobiert in dieser Form. Ja, nein, das klingt wie neu. Und vor allem, wenn du das recht anschauen willst, will man das natürlich sehen. Ne? Und natürlich, und natürlich alles mit den Reflektoren. Ja? Da geht es eben darum, hauptsächlich Nachtszenen nachzustellen. Ja? Und das ist natürlich in einer Projektion sehr, sehr kompliziert. Und ich habe da auf über diesen Set eine komplette Automatisation gebaut. Ja, mit Remote-Head-Köpfen, wo halt statt Scheinwerfern Spiegeln drinnen sind, die sich in alle Richtungen bewegen. Und dann in 3D noch über diesen ganzen Filmset fahren, also in X, in Y und in Z. Ja, als Computer gesteuert, da sitzt der Oberbeleuchter mit seinem iPad ja, und steuert über sein iPad jede Position von diesen ganzen Reflektoren ab. Ist hochinteressant, ich habe 1,5 Monate nur an dem Projekt gearbeitet. Ich habe das entwickelt gemeinsam mit dem Kameramann und mit dem Oberbeleuchter, bis wir eben dort waren, was sie wollen. Also ich sage jetzt einmal, einen Künstler rauszubekommen, was er will, ist nicht immer einfach. Richtig. Ja, es ist oft ein sehr, sehr weiter Weg. Auch auf der Bühne ist es oft ein weiter Weg. Auch wenn die Sprache dieselbe ist, kann auch die Sprache dann genau das sein, die das verhindert. Ja. Also das. Aber ja, weil für dich ist interessant, was halt jetzt tatsächlich an also mal, Gegebenheiten da zu sein und welche, wie ist die Funktionsweise dessen. Ja. Und für den Künstler ist es nur interessant, wie das dann wirkt. Er will einen Effekt. Und du willst mal wissen, worin dieser Effekt jetzt genau, also die Stimmung, die der sich dann hat, das ist das, was im Allgemeinen der Künstler vorhat. Ja. Und was aber jetzt zwischen dem Wunsch und dem Effekt, dem Wunsch des Künstlers und dem Effekt beim Zuschauer, was dazwischen an ontologischen Gegebenheiten zu sein hat, ist ja eher mehr oder weniger, also damit setzen sich ja nicht so sehr auseinander. Kann es natürlich auch nicht benennen und auf den Punkt bringen. Ne? Ja. Da muss man. Ja. Also das viel eine schöne Übungswiese auch haben, die er zum Glück, glaube ich, bei dir zur Verfügung stellt. Du hast ja eine große Halle, bei dir kann man zum Glück ja diese Sachen ja auch monatelang herumprobieren. Ja. Ne? Wenn du das auch nicht hast, dann wird es noch schwieriger. Stell dir vor, du musst das anmieten. Das sind dann Kosten, die sind in einem Bereich. Da kann man ein bisschen basteln. Gell? Also irgendwo, den Basteln hast du nie ganz abgelegt, offensichtlich. Das Basteln haben wir nie abgelegt. Und wir haben bei diesen vielen Produktionen, die wir gemacht haben, natürlich sehr, sehr viele Teile auch selber herstellen müssen. Nicht? Wir haben natürlich Sachen, die es schon gibt, zugekauft, ja? Aber dass es dann miteinander alles funktioniert, haben wir jede Menge Teile selber hergestellt. Wir haben Drehbanken, wir können Aluminium bearbeiten. Am Gelände steht doch, glaube ich, auch so ein Turm. War das nicht auch von euch, diese Seilbahnkamera-Geschichte? Nein, die war vom Vorbesitzer. Habt ihr aber nicht ihr gemacht? Nein. Ich dachte, aber das steht nämlich am Gelände. Das steht am Gelände, ja, das war der Vorbesitzer. Wo sie den Vögeln nachgefahren sind. Von der Liegenschaft, das war der Georg Rieha.
Und der Georg Rieger hat ja damals die Chemcat erfunden. Und Universum-Filme und diese ganzen Sachen. Ja, ja. Stephans Dom-Doku. Bei Harry Potter hat er es im Einsatz gehabt. Und der ist mit dieser Chemcat ja den Vögeln nachgeflogen. Also die haben sich im Wald aufgebaut und sagen, das sind diese unheimlich tollen Aufnahmen entstanden, die damals noch nie da gewesen waren. Ja. Kommt alles aus Breisbaum, ja, liebe Leute? Es kommt vieles aus Breisbaum, ja. Und wenn man sich so die Webseite anschaut oder gewisse Werbungen, zum Beispiel im Musikatlas, ja, da steht überall drauf, Hollywood im Breisbaum. Da werden wir auch, die können wir gleich nochmal sagen, die ist, glaube ich, www.vs-vl.com. vs-vl.com. Okay, ich hau's dann eh auch noch ins Netz. www.vs-vl.com und da kann man ziemlich lang. VS steht für Vienna Sound und das VL für Vienna Light. Und da kann man sich, glaube ich, ziemlich, was ich so gesagt habe, ziemlich lange durchklicken, nicht nur durch die Referenzliste, sondern auch diverse Projekte. Also da wird da einige Stunden nicht Fahrt. Tun Sie das. Vielleicht spielen wir dazwischen wieder mal irgendeine Musik aus dem Fundus. Da haben wir auch schon was gefunden. Ja. Artwanger. Ich habe das neue Album, haben wir noch nicht angehört von Artwanger. Ich muss gestehen, ich habe von denen eigentlich gar nichts direkt im Archiv, was beschämend ist, weil ich sie immer, wenn ich sie höre, mir ist nicht gut auffällt, das Ganze. Ja. Ich habe noch nichts, das werden wir nachholen. Ja. Vielleicht kann ich mich da ein bisschen bemustern. Dann spielen wir das einmal. Und zwar heißt der Titel Durmaché. Durmaché. Ja, Durmaché. Ja. Machen wir so, tun wir halt so. Ché. Ja. Da, heut ist die Resi da, is man noch besser da, was ist mit der Res? Und einmal da mag ich sie, und dann wieder frag ich mich, mag ich sie, frag ich mich, oder sie mich? Dann wieder frag ich sie, meinst du, verdank mir sie, meinst du, vertrag ich die, oder du mich? Aber sie sagt zu ihrem, ja, ich hätte schon gern, dass du mehr auf mich hören, aber so hab mich gern. Die Bohrmaschine, die mit der Bohrmaschine, da mal die Bohrma mit der Bohrmaschine schön. Giga, die Gogga, die da sind der Nocker, die Big am Benau und alle drei ohne Ground. Der sagt, das mag ich nicht und der, das vertrag ich nicht und der sagt, das sag ich nicht, dann alle drei blöd. Weißt du, die See, warum sind denn die Bohrma dumm? Du weißt, das eh und das der noch so schön. Jetzt Bohrma, gehen wir heim, was nutzt die Sommer allein? Was nutzt die Sommer stehen? Heim müssen wir gehen. Heim ist schön, Durma schön, heim ist schön, aber tun wir nicht weh. Hum a shame, hum a shame, hum a shame, on seeing the get. Das ist nicht permanent, das was da rennt, dann ist permanent, rennt, wär man permanent blöd. Hier und da mag ich nicht, und dann wieder sag ich nicht, was ich mir denk, und dann macht's wieder Peng. Was ich nur sagen möchte, ich fühl mich nicht so schlecht, was ich auf den da wann ich nicht möcht. Was ich glaub, bin ich nicht und bin ich allein, dann könnt's mich schon haben, aber schäm ist's mir dran. Und wenn wir wieder spinnen und nimmer alles kennen und sich nimmer mehr erinnern und reden noch mehr davon. Und dann sind wir mehr wundern und trauen unsere Runden und es dauert tausend Stunden und wir fangen wieder an. Und kommen wir wieder vorbei, von wo wir kommen und sich das, von wo wir kommen, da wird nicht erledigt tot. Und schlingen da dann nur umeinander, wie die Nummern, die addiert sich nur zu summen, mit die keiner kriegt Not. Dann kommen wir gleich an die Wände wieder wogen und dann können wir schauen, wie die Buben sich bewegen. Und dann bringen wir ihnen die Dinger, die sie haben wollen und was sie noch einander mit, das werden wir schon sehen. Und wenn sie wieder kommen, die Resis und die Burma mit Minimum 10.000 Sachen, die sie haben. Du kannst dich nur erinnern, mir verbrennen sie die Finger, wenn wir alle vor dem Singen vor, was die nicht reden. Down! Hum a shame, Durma shame, hum a shame, aber Durma nicht weh. Hum a shame, Durma shame, hum a shame, wenn's irgendwie geht. Hum a shame, Durma shame, hum a shame, aber Durma nicht weh. Hum a shame, Durma shame, hum a shame, wenn's irgendwie geht. Hammersche, Durmersche, wenn es irgendwie geht. Die haben immer irgendwelche fetzigen Hooklines.
die ja eigentlich schon ohne Musik stehen. Das fällt mir bei denen immer wieder auf. Es ist ganz selten anders. Denen fällt immer wieder was Neues ein. Sie sind verdammt gut. Ja. Ich habe sie leider auch noch nicht live gesehen. Oh, Schande, das sollte man, glaube ich, auch tun, weil die schaffen das nämlich live auch, was ich mir sagen habe lassen. Wir haben schon viele Konzerte mit Art Wenger beschallt. Mhm. Und ich habe es jedes Mal sensationell gefunden. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Die haben irgendwie einen Druck. Ja. Zwei Leute, ja. Also man hat nicht 10.000 Kanäle, aber das, was kommt, kommt gebündelt. Ja, aber es kommt doch einiges, ja. Also sie haben ja doch viele Instrumente auf der Bühne. Läuft ja ein bisschen was sie mit. Spielen mehrere Bettanzen, Sachen gleichzeitig. Ja. Ja. Es ist natürlich, es laufen Loops, ja. Mhm. Aber es kommen dann schon viele Kanäle an, ja, dass man die dann wirklich miteinander nochmal anpassen kann. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich, es ist kein Orchester, keine Frage. Ja. Wobei auch Orchester auch kein Thema ist bei euch, also kein Problem. Absolut nicht. Ne? Aber ich hab natürlich auch viele, als aktiver Tontechniker, viele Konzerttourneen hinter mir. Ich habe 15 Jahre Viennatorchester hinter mir. Friedrich Gulda übrigens auch, ja. Über 10 Jahre Friedrich Gulda. Ich habe gemeinsam mit meinem Freund und Techniker Ronald Matke haben wir die letzten 10 CDs mit Friedrich Gulda aufgenommen in Weißenbach am Attersee. Der Friedrich wollte niemals in ein Studio gehen. Mhm. Jetzt haben wir mit diesen ganzen Aufnahmegeräten und Mikrofonen halt zu ihm gefahren und haben halt möglichst besttechnisch möglichst damals, ja, haben wir halt seine ganzen CDs aufgenommen. Das interessiert mich jetzt einfach nur rein privat. Wenn man sein Klavier aufnimmt, also da ist der Raum sich entscheidend. Ja. Und es ist ja so, weil der Zuhörer sitzt ja an einem Punkt im Raum und hört das Klavier, das jetzt 7 oder 5 Meter vor ihm steht, wo er noch spielt. Also um den Höreindruck, den der Zuhörer hat, zu vermitteln, wirst du ja nur dort, wo der Zuhörer sitzt, 2 gute Mikrofone aufstellen, die so auseinanderschauen, ein bisschen in das Stereobild und das war's dann. Man hängt aber Mikrofone ins Klavier eine A. Ist das richtig? Also es richtig einhängen tut man nicht. Aber man stellt rund ums Klaviermikrofone auf. Leute, das ist also Klavier, glaube ich, ist also Bändchen-Mikrofon-Ding. Naja, man muss einmal grundsätzlich unterscheiden zwischen einem Recording und zwischen Live-Beschallung. Ja? Bei der Live-Beschallung habe ich im Klavier 2 Mikrofone. Ja. Ja? Ja. Meistens Schöps-Mikrofone. Und dann habe ich einen Abnehmer. Da verwenden wir gerne diesen Bacchus Berry. Ein Kontaktabnehmer, ja, der ist direkt in ein Schallloch geklebt. Mhm. Ja. Mhm. Da geht es darum, die klingen nicht gut, diese Abnehmer, aber es geht zum Beispiel darum, wenn ich jetzt eine komplette Jazzband habe, ja, brauche ich Monitoring. Und da hilft mir ein guter Sound auf der Bühne vom Klavier gar nichts, wenn die Musiker nicht hören, weil es rückkoppelt, ja, bevor ich einmal das Klavier höre. Mhm. Und darum machen wir das. Sowas zum Beispiel mit 3 Mikrofonen. Ne? Das heißt, eher fürs Publikum habe ich die feinen Mikrofone und fürs Monitoring. Oder wenn ich sehr laute Stellen habe, will ich das Klavier einfach dann nicht mehr drüber bringen über den Rest von der Band. Ja? Dann komme ich mit diesen Kontaktabnehmer dann noch zusätzlich dazu. Mhm. Und beim Recording ist die Mikrofonpositionierung natürlich auch sehr beim Recording, also, je nachdem, wo ich aufnehme, wenn ich zum Beispiel in einem klassischen Saal aufnehme, ja, der ja dafür gebaut ist, ja, dann nehme ich ja die Akustik mit auf vom Raum. Ja, da muss ich komplett anders mikrofonieren als in der Live-Beschallung. Ja, ist klar. Ja. Und wie viele Mikrofone nimmt man da so? Ich sage jetzt einmal, mit 6 Mikrofonen ist man dann schon ganz gut auf der grünen Seite. Man kann das schwer sagen. Es ist immer eine Frage, aber was passiert rundherum? Also mehr als 2. Mehr als 2, ja. Okay. Natürlich. Ja. Wenn man direkt am Ding und den Raum, den kriegt man durch die Distanz. Ja, also jede Menge EBNs-Mikrofone, was man auf eigenen Spuren aufzeichnet, wo man dann im Studio entscheidet. Was brauche ich jetzt in welcher Proportion? So wie wir früher, wenn wir so gerne sagen, wir hatten ja nichts gehabt.
Ja. Wir haben das Stiegenhaus als Hallraum verwendet, weil es gab keine Lexikon und Co. Da gab es ja mal einen grauslichen Spiralhall. Wir haben einen Speaker unten hingestellt und im ersten Stock das Mikrofon oder irgendwo unterwegs und haben dadurch die Laufzeit reguliert. Und haben einen leibenden Hall gehabt mit der Revox Ping Pong, ne? Mono hinher, hinher und haben wir den Hall dazu gemischt. Ist auch gegangen. Ja. Angeblich hat der Phil Collins einen Aufzugsschacht verwendet, um die Hallzeit zu regulieren, weil da ist nämlich ein Aufzug hingefahren, wo er braucht hat. Und Hammer, Hammer. I love it. Wie auch diese Geschichte mit 10cc und so, das hat uns der Robert, der muss unbedingt auch wieder mal kommen, der hat noch viel mehr solche. Das ist ein Nerd, der sich diese ganzen Sachen angeeignet hat und sammelt diese ganzen Spezialgeschichten, die hinter den Aufnahmen stehen, wie 10cc, Bohemian Rhapsody, oder eine Explo-Zeichnung, eine akustische gemacht. Ja. Und eine ganz tolle Sendung auch. Mhm. Also die Entwicklung in den letzten 15 Jahren war enorm, ne? Ich habe mir ja in meiner Anfangszeit natürlich auch einmal als Musiker versucht. Ja? Mhm. Mein erstes Keyboard war damals ein Poly 800. Was war das für eine Marke? Ich glaube ein Korg. Das war noch ein Poly 6, ja. Der Poly 6 war schon der das war noch, Gerät. Der war noch monophon, das heißt, es hat immer nur eine Taste funktioniert. Ja, ach so. Also für Poly sehr lustig ist. Der Poly 800 war monophoner, dann war der Poly 6 später. Oder, war schon sechsstimmig. Oder also es waren, du hast recht, ja, es waren, die meisten Sounds waren monophon, aber es hat ein paar drauf gegeben, die waren schon polyphon. Mhm. Ja? Mhm. Aber es war halt irgendwie, ich glaube, mehr als drei Tasten sind überhaupt nicht gegangen. Ja. Was ich mich so dunkel erinnern kann. Nicht? Also meine Musikerkarriere habe ich dann schon bald wieder beendet, weil ich draufgekommen bin, das wird gar nichts. Mhm. Und ja, hab dann halt irgendwann einmal dann angefangen, irgendwie mit Technik, für Technik habe ich mich eh schon immer interessiert und habe dann einen Weg gesucht, wie könnte ich mit dieser ganzen Szene zu tun haben, ohne dass ich Musiker bin. Idealer Weg. Ne? Und das hat sich halt dann irgendwie alles so ergeben. Ne? Und ich bin dann eben Tontechniker von sehr vielen Musikgruppen geworden. Nicht? Und da und dann beim Vienna-Orchester, nicht? Das waren teilweise 25 Leute auf der Bühne. Naja, das ist ja sicher sehr komplex, was haben, da passiert. Wir haben weltweite Tourneen gespielt damals. Ja? Also ich kann mir die erste Tournee, was ich mal gehabt habe, waren 9 Monate durchgespielt mit nur 2D auf. Auf der ganzen Welt. Also wir haben nach 2 Monaten haben wir nicht mehr gewusst, ob wir in China oder in Amerika oder sonst irgendwo sind. Es war eigentlich auch schon wurscht, wo wir waren. Also die Konzerte, die so in Mitteleuropa waren, haben wir dann selber versorgt. Nicht? Da sind dann unsere Kollegen aus der Firma mit der ganzen Technik gekommen und ansonsten haben wir natürlich die Anlagen vor Ort gehabt. Nicht? Also wir haben ja gespielt, ich kann mich erinnern, in Peking und 3 Tage später dann in Jerusalem. Und ich meine, das kannst du ja mit einer eigenen Technik ja eh nicht mehr machen. Nicht? Ja. Das geht ja mit dem Aufbau ab. Mit dem Transport auch nicht. Schon gar nicht. Ne? Ja. Für sowas brauchst du dann zumindest 2 Sets, wo eins immer unterwegs ist und aufgebaut wird, während mit einem anderen gespielt wird. Und dazu eine private Tupolev oder sowas. Ne? So ungefähr. Genau. Naja. 1x2,25. Und dann natürlich, da haben sie so viele Sachen dann ergeben, dann habe ich natürlich irgendwann einmal den Heinz Grasnitzer kennengelernt vom Jazzfest Wien und den Fritz Thom. Mhm. Ja, und ich mache seit mittlerweile, glaube ich, 12 oder 13 Jahren Jazzfest Wien zum Beispiel. Ja. Mhm. Also wir haben, ich traue mich behaupten, wir haben schon so ziemlich alle Jazzer, die bekannt sind, haben wir schon irgendwann einmal betreut. Und dann kommen dann natürlich auch Popkünstler auf einmal beim Jazzfest unter. Nicht? Also wie der Bobby McFerrin zum Beispiel. Ja, letzten Jahr. Ich weiß leider jetzt auch nicht alles auswendig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Aber letzten Jahr war irgendwie eine ganz bekannte Oldschool-Popband da. Die Pet Shop Boys. Letztes Jahr waren in der Staatsoper die Pet Shop Boys. Da sind wir angefahren, technisch, das war der Wahnsinn. Also, wir haben von der Staatsoper jeden Stromanschluss, den es gegeben hat, verwendet.
Also wir haben wesentlich mehr braucht, als der Opernball braucht an Strom. Echt? Ja. Interessant, ja. Ich habe die Pet Shop Boys jetzt nicht so verfolgt, aber für mich sind immer zwei Leute mit Zipfelmützen. Also ganz ehrlich gesagt, es sind ja auch nur zwei Leute, ja. Aber die Crew rundherum sind fast 20 Leute. Für diese zwei Leute auf der Bühne, ja. Wenn ich mir jetzt die Badger Boys komplett ohne Technik und ohne allen und unter riesen Showlicht und Videoperformance vorstelle, schaut es ja ziemlich traurig aus. Die Sache lebt also im Primorium. Haben die eine Band dabei? Oder? Die haben nicht einmal eine Band dabei gehabt. Playback, also das kennt man. Das war Playback, aber eine technisch gesehen, videotechnisch und lichttechnisch gesehen, eine Megashow. Mhm. Ja? Aber das lebt halt eigentlich in Wahrheit von dem Ganzen. Meiner Ansicht nach von der Technik. Mhm. Ja, also wenn ich mir da jetzt wegdenke, dann, wie gesagt, schaut es traurig aus. Das ist ja gar nicht eine Light and Sound Messe. Ja. Ja, gut, ich meine. Featuring Badger Boys. Ja. Halte ich für auch künstlerisch legitim, wenn man das macht. Ja. Weil man kann ja auch keinem Dirigenten vorwerfen, dass nicht er alles selber spielt. Ja. Oder. Und dann haben wir so als Kontrast dazu zum Beispiel noch vor gehabt die Liza Minnelli. Mhm. Da geht es da wirklich eigentlich, da geht es wieder um die Musik. Da gibt es gar keine Lightshow in dem Sinn. Ja? Die wollen das auch gar nicht. Ja. Die wollen auch keine Ablenkung, weil da geht es ja wirklich nur um die Stimme. Nicht. Oder die Diana Ross hat man vor einigen Jahren, man sagt, die hat ein bisschen herumgezickt. Aber sonst, sage ich jetzt einmal, umso bekannter und umso erfolgreicher die Künstler sind, umso pflegeleichter sind sie. Also ich habe da mal ein Fest beschallt für Dolly Schall und Rossacher. Mhm. Ja. Die haben sie geholt, damals die noch Lebenden von Queen. Also es waren alle Queens da, bis auf den Freddie Mercury, der war zu dem Zeitpunkt schon tot. Leider schon tot, ja. Mhm. Und ich muss sagen, so pflegeleichte Leute wie zum Beispiel der Brian May habe ich selten erlebt. So unkomplizierte Menschen, ja. Es war eigentlich ein unglaublich toller Erfahrungswert. Dean Brown, Detto. Ja. Hat also mit allen dieser Welt gespielt, der ist da hergekommen. Ja. Also war Peter Maffay und Kelly Family und die alle, die waren, das war total, eigentlich total entspannt. Ja. Und dann sind halt irgendwie so ein bisschen österreichische Leute so ein bisschen dazugekommen. Das war ja gar nicht so entspannt dann auf einmal. Ja, nicht? Also hat mich sehr überrascht. Zweimal habe ich gemacht in die technische Ausstattung für internationale Fernsehübertragung mit 1300 Leuten Publikum aus dem EU-Parlament in Brüssel, aus dem großen Plenumsaal, der eigentlich für Veranstaltungen völlig ungeeignet ist. Da habe ich eine Bühne angefertigt, ja, wo zum Beispiel die Füße zwischen die ganzen Parlamentstische reingepasst haben. Ja. Mhm. Und da sind so Leute eben aufgetreten, wie zum Beispiel die Alanis Morissette, wie Robin Gibb und so weiter, ja, oder Zucchero. Ja. Mhm. Das ist alle entspannt. Mhm. Ja. Schon. Ganz wunderbare Sache. Es ist so. Ja. Die Stunde ist fertig. Unbedingt. Ja, ich muss da etwas. Du hast zwei Nummern gespielt. Das ist wenig. Wir werden noch eine Sendung machen. Wir hauen gleich noch eine drauf. Und werden jetzt mehr Musik spielen. Also jetzt, dann nächstes Monat. Spielen wir aber jetzt noch eine zum Ausgang. Und ich werde ein bisschen was zwicken, dass sich die auch ausgeht. Okay. Was spielen wir? Ja, also ich habe da einen Titel ausgegraben von, ich hoffe, ich sprich's jetzt richtig aus, von der Gruppe Mirak und die heißt Westbahnhof. Und die hören wir uns jetzt an. Genau, sagen, und damit noch auf Wiedersehen. Verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Was jetzt gleich sein wird. Ja. Wiederhören. Danke.
und Nacht. Wir chillen jeden Tag am S-Bahnhof. Brooklyn, nächste Haltestelle. Brooklyn, ich will spionieren. NSA, aber nicht am S-Bahnhof. Alter, was geht ab? Früher war das nur ein dreckiges Dorf. Aber jetzt, Alter, Luxus pur. Am S-Bahnhof. Na, wieder verschlafen, schon wieder Sport. Doch jeder Zug wartet auf mich. Am S-Bahnhof. Bahnhof. Alle Wege führen nach Rom.